800 km/h, 1000 km/h. Oh. Hallo zusammen zu diesem neuen verrückten Video. Heute sind wir mal wieder auf der Nordschleife mit dem Formula DS in Assetto Corsa, dem Formel 1 Raketenantriebauto und wohl das schnellste Auto, das jemals für irgendeine Rennsimulation programmiert wurde. Und wir sind das Fahrzeug ja schon mal in einem älteren Video gefahren. Der Turbostarter, der da voll durchgezogen hat. Allerdings haben wir das Auto ja in Monza getestet und wir wissen überhaupt nicht, ob es theoretisch möglich wäre, mit diesem Fahrzeug einmal die Nordschleife abzufahren und einfach den Nordschleifenrekord richtig zu zerstören. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung und ob das gelingt und ob wir überhaupt mit diesem Fahrzeug über die Nordschleife kommen, das seht ihr jetzt im Video. Wir gehen rein. Let's go. So Leute, unser Gerät steht hier bereit. Kann es kaum erwarten, hier loszufahren und wir springen rein ins Cockpit. So, wir sitzen drin und wir rollen schon mal los auf Startziel. Oben links haben wir die Tankanzeige, die ist relativ leer schon. Das heißt, Sprit wird ziemlich eng. Wir dürfen aber auch nicht viel Gas geben tatsächlich. Ihr seht es auf der rechten Seite, die Pedale, wie viel Gas wir geben. Ungefähr gar nicht. Also ganz, ganz leichtes Gas antippen und wir sind schon bei 100 km/h. Aber jetzt gehen wir los auf eine schnelle Runde hier auf der Nordschleife. Wir sind bei 100 km/h. Wir lassen mal durch die erste Kurve durchrollen, ganz vorsichtig. Es geht schon mal relativ gut durch. Jetzt geht's runter den Berg Katzenbachbogen. Wir gehen ein bisschen aufs Gas. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, aber das... Oh, da komme ich gar nicht drauf klar. Wir müssen, glaube ich, eine andere Kamera an sich nehmen. Und ansonsten checken wir gar nicht durch, wo es lang geht. Das geht einfach viel zu schnell. Und wir fahren nochmal rein. Wir probieren mal, wie weit wir kommen jetzt. Einfach ganz, ganz langsam durchrollen lassen. Nicht zu viel Gas. Wir können wahrscheinlich alles im ersten Gang durchfahren. Komplette Nordschleife im ersten Gang. Wir rollen durch die erste Kurve durch. Fahren mal nochmal runter, Hatzenbachbogen, ganz, ganz sanft aufs Gas, ganz, ganz wenig. Es sieht aus, wie wenn dieses Video irgendwie beschleunigt wäre. Einfach mal kurz die Vorspultaste betätigen, aber wir fahren hier tatsächlich. Wir brauchen ganz, ganz schnelle Reflexe hier. Ganz, ganz schnell musste sein, ganz schnell auf die Kurven reagieren. Da kann man so ein bisschen die Reflexe üben. Jetzt können wir ein bisschen aufs Gas gehen wieder. Quittelbacher Höhe geht's den Berg hoch. Wir haben überlebt, wir haben überlebt. Nochmal Rechtskurve, nochmal links. Wir schalten hoch in den dritten Gang. Nochmal auf den Körb drauf, zum Flugplatz hin. Wir haben beide Flügel beschädigt. Beide Front- und Heckflügel sind beschädigt. Wir müssen runter vom Gas, runter vom Gas. Wir brauchen definitiv noch ein bisschen mehr Übersicht übers Auto. Wir versuchen es jetzt hier nochmal von der Heckkamera aus und lassen einfach nochmal rollen. Ersten paar Meter. Sieht sehr gut aus. Schau mal, jetzt geht das Ganze sehr, sehr flüssig. Haben wir ein ganz, ganz gutes Gefühl hier drin. Schalten nochmal hoch in zweiten Gang und fahren dann gleich zum Flugplatz hoch. Können sogar ein kleines bisschen Gas geben. Oh, ganz krass über den Körb drüber. Jetzt müssen wir schon langsam wieder vom Gas gehen. Dann wird er die nächste Rechtskurve auch bekommen. Oh, runterschalten in den ersten Gang. Da müssen wir durchrollen lassen. Durchrollen lassen. Oh, die war sehr gut. Die war sehr gut. Wir sind schon Fuchsröhre. Fuchsröhre geht's runter den Berg. Wir geben nochmal ein bisschen Gas. Wir sind wieder bei 400 km/h. Und nochmal runter. Runterbremsen. Rollen lassen, rollen lassen, rollen lassen. Oh Gott, das kann man sich bestimmt nicht anschauen im Video. Es geht alles viel zu schnell. Man braucht so krasse Reflexe. Metzgesfeld, geben nochmal ein bisschen Gas. Und das war schon wieder. Nochmal geht's zu auf Adenauer Forst. Dieses Mal zirkeln wir perfekt durch. Wow, war die perfekt. Einfach perfekt getroffen. Perfekt auf den Körb drauf. So, aber jetzt kommt's drauf an. Schaffen wir die nächste Section auch nochmal. Schaffen wir die, schaffen wir die. Ganz, ganz vom Gas runter. Vom Gas runter. Nur nicht an die Leitplanke schrammen. Dann ist das Auto tot. Dann ist das Auto weg. Können noch mal ein kleines bisschen aufs Gas. Jetzt müssen wir gleich wieder ein bisschen vom Gas gehen. Das ist einfach maximal eine maximale Konzentrationsaufgabe hier. Maximale Reaktionsfähigkeit wird hier auf jeden Fall getestet. Boah, ich kann mir das fast nicht vorstellen, wie man sich das Video angucken kann im Nachhinein. So, wir schalten mal hoch in den zweiten Gang. Wir können mal ein bisschen weiterfahren auf die nächste Gerade. Nein, nein. Oh, die Kurve ist schwer, die Kurve ist schwer. Wir sind immer noch bei 260 km/h, obwohl das Auto einfach Schrott ist. Das ist einfach kaputt. Das Auto ist kaputt. Wahrscheinlich kriegen wir die Runde auch noch fast zu Ende mit einem kaputten Auto. Es rollt einfach weiter. Und wir sind schon fast beim Karussell. Und wir lassen einfach nur rollen. Wahrscheinlich müssen wir einmal Gas geben. Wir sind einfach richtig weit gekommen jetzt. And here we go again. Wir sind wieder gleich beim ersten Karussell angekommen. Boah, wir dürfen nicht so krass viel Gas geben. Bisschen weniger Gas, bisschen weniger Gas. Aber diesmal ging es recht gut durch. Und wir lassen es einfach wirklich rollen, den Rest. Wir haben schon echt so weit, wir haben schon so weit geschafft. Müssen wir einfach nur ein kleines bisschen das Gas anstupsen.
Und dann geht es einfach wie von selbst im ersten Gang hier durch bei 300 km/h. Ich glaube, die einzige Stelle, wo wir ein kleines bisschen Gas geben können, ist dann auf der Döttinger Höhe. Da können wir es vielleicht mal riskieren. Vielleicht auch mal in den zweiten Gang hochschalten. Boah, krass. Aber da muss man die Strecke schon echt gut kennen, dass du die Kurven so triffst hier. Also, wie gesagt, das Auto, das verliert einfach kein Grip. Das hat einfach maximal Grip. Das fliegt nicht ab. Also, muss einfach nur die Kurven perfekt treffen. Und langsam haben wir es echt raus. Wir sind schon fast durch. Wir sind echt schon fast durch. Krass, was wird das für eine kranke Zeit? Wir sind schon fast bei der Döttinger Höhe. Nochmal durchs nächste Karussell durch. Jawohl, jawohl. Ne, erster Gang. Immer noch im ersten Gang. Wir können jetzt vielleicht gleich hochschalten in den zweiten Gang. Jawohl, jetzt können wir ein bisschen Gas geben. Zweiter Gang. Wir geben ein bisschen Gas. 600 km/h. Dritter Gang. 800 km/h. 1000 km/h. Oh. Runterschalten. Wir sind im Weltall gelandet. Oh krass, das wäre eine 3-Minuten-Zeit geworden. Ha, ein bisschen zu viel gewollt leider. Aber wir haben es noch nicht ganz geschafft. Wir sind noch nicht ganz durch. Aber gleich nochmal das Karussell. Nein! Also die wahre Challenge ist hier nicht den neuen Weltrekord aufzustellen, sondern einfach nur die Nordschleife zu überleben mit diesem Gefährt. Jede Kurve perfekt einlenken, im richtigen Zeitpunkt, ohne gegen die Leitplanken zu heizen. Nochmal sind wir ganz nah dran, eine Runde zu absolvieren. Nochmal geht's durchs Karussell durch und wir sind fast schon wieder auf der Döttinger Höhe. Noch eine Kurve und wir haben es gleich wieder. Jawohl, wir können wieder ein bisschen aufs Gas gehen, kleines bisschen. Wir gehen trotzdem mal hoch, dritten Gang, 500 km/h. Komm, 500 können wir gehen, 500 geht. Aber wir schalten gleich mal wieder ein bisschen runter, wir schalten runter kurz. Oh, habe ich gerade kurz gebremst aus Versehen. Aber wir gehen nochmal einen zweiten Gang. Wir wollen einfach nur diese eine Runde irgendwie überstehen. Wir sind bei 3 Minuten 14. Komm, lass einfach nur diese eine Runde überstehen. Ganz kurz gebremst. Wir sind bei der zweitletzten Kurve. Oh mein Gott, wie viele Versuche waren das jetzt? Wie viele Versuche? Oh, meine Arme. Aber wir haben eine 3 Minuten 22 geschafft auf der Nordschleife. Das ist überkrank. Es wäre theoretisch noch schneller gegangen, vielleicht 3 Minuten glatt, aber viel zu viele Versuche gebraucht, viel zu viel. Ja Leute, das war's mit diesem Video. Die 6000 km/h haben wir heute leider nicht erreicht, aber die 3 Minuten auf der Uhr auf der Nordschleife. Und wir haben es einmal um den Kurs geschafft und das war das Ziel auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben raushauen, ein Abo da lassen, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten verrückten Video vielleicht wieder. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.